Obere Quellhülle U1. So. Du bist eher an mir dran. Und das müssen wir jetzt so machen. Ich bin echt nur noch Super Mystery Dungeon gewohnt hier. Da hat sich ja vom Gameplay zum Glück wieder einiges verbessert. Gut, das Gameplay war in Gates to Infinity eigentlich schon richtig gut. Nur war Gates to Infinity ein bisschen zu einfach. Ah, nee, komm schon, kein Sandsturm. Hm, solange es weiterhin nur Boden-Pokémon sind. Mit den Pflanzen-Pokémon machen mir Boden-Pokémon ja nichts aus. Wenn ich mit meinem kleinen Pika unterwegs bin, dann habe ich immer so ein bisschen Respekt vor denen. Einmal so, einmal so. Oh, der überlebt das sogar. Oh, der hält doch ein bisschen mehr aus. Ich will jetzt aber nicht unnötig AP verschwenden, auch wenn ich sehr viele Top-Elixiere jetzt dabei habe. Apropos... schon. Zweimal hintereinander. Was haben wir hier? Ein Chaos-Samen. Ein Stopper-Orb. Oh, nett. Mittlere Quellhöhle. Warte, Alpollo. Dieses Mal werde ich dich festnehmen. Glaub mir. Du schon wieder. Du bist ganz schön hartnäckig. Hast du etwa schon vergessen, dass ich unbesiegbar bin? Unbesiegbar oder nicht, das ist jetzt auch egal. Ich werde dich festnehmen, so einfach ist das. Erkunder wie dich habe ich schon viele gesehen. Hartnäckige Erkunder, die mich wieder und wieder herausforderten. Keine wirkliche Herausforderung. Das könnte jetzt ein harter Schlag für dich sein. Aber es ist wirklich egal, wie sehr du es auch probierst. Es gibt keinen Weg, mich zu besiegen. Absolut keinen Weg. Also bringen wir es hinter uns. So, einmal Rasierblatt ihn rankommen lassen. Okay, Fluch. Der Absorber ist ja durchaus praktisch hier. Immerhin, ich habe es geschafft, er ist K.O. gegangen, aber... Oh, war ja! Schon wieder? Ich dachte diesmal, es wäre es endgültig gewesen. Ganz egal, wie häufig du mich umhaust, deine Anstrengungen sind vollkommen umsonst. Ich bin unbesiegbar. Warum nur? Warum ist Alpol immer noch so voller Energie direkt nach einem K.O.? Was ist das? Das sind Schneckmark. Ich rechnete damit, dass du mir immer weiter folgst. Also habe ich sie im Vorhinein um Hilfe gebeten. Es sind Feuer-Pokémon. Ah, Feuer-Pokémon. Sie können dich mit ihrem Feuer verbrennen. Bis dann. Hey, lauf nicht davon! Ich war unvorbereitet. Oh, weia. Ich brenne. Heiß, 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 heiß.
Auweia. 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 Auweia, auweia, auweia. Auweia, es ist hoffnungslos. Hilfe! Krakelo? Geht es dir gut, Sumpflora? Ja, du hast mich gerettet. Wirklich? Gut. Komisch. Sieht dir gar nicht ähnlich, mit Dingen so viel Ärger zu haben. Aber du hast ganz schön etwas abbekommen. Es ist wohl gut, dass ich hier rechtzeitig aufgetaucht bin. Das freut mich. Aber warum bist du hier, Krakelo? Hä? Warum? Oh. Kein bestimmter Grund, vor dem ich vor allem nicht, weil ich mir Sorgen um dich gemacht hätte, Sumpflora. Plaudergei hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Das ist der einzige Grund. Nur weil Plaudergei es dir aufgetragen hat? Was soll das? Gut, du hast mir vielleicht geholfen, aber das hat nichts zu bedeuten. Was ist das für eine Einstellung? Ich verstehe. Ich werde dir nicht mehr helfen. Ich werde nicht noch einmal helfen. Jetzt habe ich es doch getan. Eigentlich sprechen wir ja nicht mehr miteinander. Aber ganz im Ernst, ich war froh, ihn hier zu sehen. Ich wollte ihm wirklich danken, aber aus irgendeinem Grund habe ich es einfach nicht geschafft. Ach, vergiss es. Ich bin sauer auf mich selbst dafür, dass ich es nicht fertig gebracht habe. Dieses Mal. Jetzt kriegen wir schon Flashbacks von Sachen, die wir erst vor ein paar Sekunden hatten. Juhu. Und dann war Krakelo auch schon wieder ganz der alte Krakelo. Er hat sich wirklich Sorgen um mich gemacht. Warte mal einen Augenblick. Krakelo, was Krakelo gesagt hat. Sag nicht, aber das würde ja bedeuten... Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was ich gerade versuche herauszubekommen. Ich glaube, ich habe es. Apollo behauptet, unbesiegbar zu sein. Aber das ist natürlich nur ein Trick. Untere Quellhöhle 1. Na dann, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war jetzt knapp. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die Attacke gleich zwei oder dreimal hintereinander daneben ging. Okay, da haben wir noch eine Fragia-Beere, das ist gut. Eine Sinelbeere kann man nie genug haben. Ein Streuorb. Okay. Oha, der überlebt das. Selber kauen. Geld liegt hier auf jeden Fall genug rum. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich schon? Über 1000 Toke schon wieder. Eingekesselt.
Hörst du auf damit? Gut, da haben wir die Treppe, dann haben wir wenigstens das Gift los. Schon wieder Geld. Interessierbar geht auch noch ein bisschen mehr Schaden. Hier ein Spezialband. Moment, wir haben ja gerade einen Kreidschrei drin. Da Wunder fällt eigentlich ganz gut gerade. Na klar, dass das wieder daneben geht. Schon bitte trifft, danke. Ich esse da jetzt lieber mal eine Sinelbeere, bevor noch was schief geht. Schade, dass Sinelbeeren hier noch nicht so stark sind, wie sie es in Super Mystery Dungeon sind. Sinelbeere hätte ich mir dann eigentlich auch schenken können. Ich bin recht weit gekommen. Noch etwas weiter. Alpollo wird sich da irgendwo versteckt haben. Dieses Mal werde ich ihn ganz sicher kriegen. Ich mache hier einfach mal ganz kurz. So, dann gehen wir mal weiter. Sie, Jesus und Flora, ich glaube, sie verfolgt mich immer noch. Wie hartnäckig. Du meine Güte. Na gut, sie ist ein Pflanzen-Pokémon. Wenn ich also dorthin laufe. Quellhöhlentiefen. Und fangen wir auch direkt in U2 an. Ja, Attackenpunkte sind wieder aufgefüllt. Das ist sehr schön. Da komme ich nirgends weiter. Hier ist auch eine Sackgasse. Okay, da müssen wir wieder ganz zurück. Dann müssen wir mal hier runter schauen. Das ist ein ziemlicher Zickzackweg. Okay. Aber immerhin führt er zur Treppe. Bis jetzt aber kaum Feuer-Pokémon gesehen. Hauptsächlich Boden- und Gift-Pokémon eigentlich. Okay, was haben wir hier? Ein Blendsamen. Der hält auch ganz schön was aus hier. Sackgasse, dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Ein Erstarrorb. Das war doch ein Volltreffer, oder? Keine Treppe hier, aber dafür ist hier eine Treppe. Quellhöhlengrube. Da! Da drüben. Alpollo ist da drüben. Habe ich dich gefunden, Alpollo. Ich werde dich jetzt festnehmen.
Du könntest auch einfach aufgeben. Du bist hartnäckiger als die anderen, die es versucht haben, mich zu fangen. Einfach unglaublich sturköpfig. Aber was du auch tust, es macht keinen Unterschied. Kapierst du es nicht? Ich bin unbesiegbar. Ich habe einen Beweis dafür, dass du es nicht bist. Wie bitte? Es gibt keine unbesiegbaren Pokémon. Von Anfang an war das nicht mehr als eine List. Von wegen Unbesiegbarkeit. Habe ich recht, Jungs? Jungs? Was meinst du damit? Du hast es herausbekommen? Ja, ich habe herausbekommen, dass du nicht allein bist. Kommt schon raus, ihr anderen. Wow. Ich wusste es. Du. Ich wusste es. Es gibt nicht nur ein Alpollo, sondern drei. Dieses eine Mal. Als ich Alpollo den K.O. verpasst habe. Aber jedes Mal, wenn ich dich gefangen nehmen wollte, Alpollo, jedes Mal war da plötzlich dieses helle blendende Licht. Einen Moment lang konnte ich nichts sehen und das habt ihr dann genutzt. Genutzt, um die Plätze zu tauschen. Ihr blendet die Gegner mit einem Lichtblitz. Ihr tut es, damit die zwei Versteckten von euch kurz hervorkommen können. Der in Ohnmacht gefallene Alpollo wird dann schnell versteckt. Danach nimmt einer von euch den Platz des gerade K.O. gegangenen Alpollo ein und gibt vor, unbesiegbar zu sein. Diese Art habt ihr alle glauben lassen, ihr wärt der unbesiegbare Alpollo. Die Erkundungsteams, die euch bisher herausgefordert haben, Alpollo, sie sind auf diese Täuschung hereingefallen und haben im selben Augenblick den Siegeswillen verloren. Daher hat es kein Erkundungsteam geschafft, Alpollo festzunehmen. So habt ihr ein Erkundungsteam nach dem anderen an der Nase herumgeführt. Bis jetzt. Und deswegen seid ihr immer davongekommen. Sieht fast aus, als sei unser Geheimnis aufgeflogen. Aber du weißt sicher, dass das bedeutet, oder? Wir können dich unmöglich wieder gehen lassen. Oh, war ja. Heiß. Dies ist die Quellhöhlengrube. Direkt unter uns fließt Lava. Ist unglaublich hartnäckig gewesen. Deswegen sind wir hierher gelaufen. Das ist nun mal der beste Ort, um sich eines Pflanzen-Pokémon wie du jetzt entledigen. Mach dich bereit. Oh, war ja. Hä? Krakedo? Alles in Ordnung, Sanflora! Wie? Was? Was machst du hier? Das ist jetzt ganz egal. Pass auf, da kommen sie. Ganz schön heiß.